Mach aber aus dem Alsif Heritage Hotel einem Hotel der Curry Collection bei Hilton. In diesem Video wollen wir euch dieses Hotel einmal genauer vorstellen. Von der Rezeption, die wir soeben eingangs gezeigt haben, werden wir mit einem Golfcaddy in unser Hotelgebäude gefahren. Die Zimmer verteilen sich über mehrere Einzelgebäude, die in Alsif verteilt sind. Das Hotel an sich ist kein einzelner Hotelkomplex. Das Hotel befindet sich südlich des Dubai Creeks im Viertel Alsif. Das Viertel Alsif soll ein Stück weit das historische Dubai repräsentieren. Jeder von uns hat ein Upgrade auf ein Zimmer mit Zugview erhalten. Diese Zimmerkategorie stellte sich jedoch als nachteilig heraus, da bis spät in die Nacht Straßenkünstler lautstark Musik spielen. Ich persönlich mag jedoch die Einrichtung des Zimmers sehr. Schlicht und einfach gehalten, aber mit viel Liebe zum Detail. Der große und moderne Fernseher bildet jedoch einen guten Kontrast zur sonst so schlichten und einfachen Einrichtung. Die Matratze ist etwas härter. Die Bettwäsche ist jedoch genauso weich und gemütlich wie im Grand Hyatt Muscat. Tee- und Kaffeespezialitäten sind wie üblich im Zimmerpreis inkludiert. Leider ist die Minibar nur mit Wasser ausgestattet. Im großen Schrank befinden sich Bademäntel, Badeslipper sowie ein Bügelbrett mit dem dazugehörigen Bügeleisen. Die Dusche passt ideal in diese einfache und schlichte Einrichtung. Insgesamt erinnert mich das Zimmer an eine Safari-Lodge. Das Badezimmer rundet das Gesamtbild des Zimmers hervorragend ab. Übrigens, eine Nacht kostet nur 85 Euro. Mir persönlich gefällt das alte Telefon, das Waschbecken sowie die alte Leuchte sehr. Und auch das Außendesign des Hotels passt zur Einrichtung des Zimmers. Die Hotelgebäude passen sich ideal an die Umgebung im Alsif-Viertel an. Die große Schwäche ist jedoch, dass dieses Hotel nicht über einen eigenen Pool verfügt. Hotelgäste können jedoch umsonst den Pool vom Canopy bei Hilton Dubai Alsif nutzen. Der Dubai Creek ist nur wenige Gehminuten vom Hotelzimmer entfernt. Hier hat es uns wirklich sehr gut gefallen. Eine schöne Gegend. Das Frühstück wird in Buffetform angeboten und befindet sich in einem zentralen Gebäude des Hotels. Der Fokus liegt natürlich auf regionalen, aber auch auf indischen Gerichten. Dazu bietet das Frühstück eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Insgesamt hat uns die Auswahl wirklich positiv überrascht. Und wie fällt unser Fazit zu diesem Hotel nach nur einer Nacht aus? Gemischt.
Positiv ist auf jeden Fall der Charme des Zimmers und des gesamten Hotels, als auch die große Auswahl beim Frühstück. Diesem stehen jedoch die Tatsache gegenüber, dass das Hotel über keinen eigenen Pool verfügt, Statusinhaber werden mit geringen Upgrades gewürdigt und in Alsif ist es schon sehr laut. Für 85 Euro würden wir das Hotel jedoch immer wieder buchen.